Hallöchen, Freunde, und erstmal sorry, das Video ist etwas kürzer geworden als gedacht, ist für mich halt aktuell noch relativ schwierig einzuschätzen, das wird aber in Zukunft sicherlich besser werden. Also gebt mir noch ein bisschen Zeit und seid nicht ganz so böse mit mir. Dafür gute Neuigkeiten, heute Abend, also Mittwoch 20 Uhr streamen wir, so wird es in Zukunft dann auch fortgeführt, also immer Mittwoch und sonntags 20 Uhr auf Twitch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und lasst ein Like und ein Abo da. You can't touch this. You can't touch this. Probieren wir nochmal unser Glück, oder? Mal gucken, ob wir direkt sterben. Ich hoffe nicht, aber es waren auch viele auf einmal. Und wir haben uns vom ersten treffen lassen. Das war halt richtig dumm. Das darf halt... Gott. Oh Gott. Die haben gewartet. Die haben gewartet, die Schweine. Nee, 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 nee. Auf gar keinen Fall treffen lassen. Ich weiß halt nicht, ob einfach hinrennen und direkt mit dem Schwert reinkloppen die bessere Variante wäre. Wenn du einmal zwischen denen stehst und alle vier dich abballern, ist irgendwie auch nicht so geil, ne? Nein! Ja! Haltet mir die Todeskitos vom Leib. Das ist nett. Könnt ihr gern öfter machen. Na, wir kümmern uns jetzt erstmal um Todeskito. War das mein Portal gerade? Nee. Oh Gott! Da hat er fast Body Slam gemacht. Komm her, du Schwein. Komm! Was war denn jetzt? Nein, nein, nein! Einfach nicht treffen lassen. So schwer ist es doch nicht. Jawohl, ein Pfeil noch. Nein, das Schwein springt. Der hat mein Portal eingerissen. Oh Gott, wir dürfen nicht sterben. Wir dürfen auf gar keinen Fall sterben. Na klar. Ist ja nicht so, dass ich gerade genug zu tun habe. Ist zwar nett, dass er auf die Typen einprügelt, aber na, sie sind zumindest eingeteert. Nee, greift doch den Düsterblob an. Nicht mich. Da drüben, das ist dein Feind. Ja, komm, wir lassen den Fullinger jetzt einfach erstmal rumrennen. Der Düsterblob ist abgelenkt. Angelenkt, genau. Hoch, Entschuldigung. Erledigt. Spitzhacke haben wir bei, ne? Ja. Ja, komm, einmal können wir uns treffen lassen. So, Schwein gehabt. Die sind echt eklig, die Bastarde. Aber das war es leider noch nicht. Da unten warten noch mehr auf uns. Aber es sieht nach einer großen Teergrube aus. Die haben halt auch einfach eine Range, ne? Die sehen dich auf 3 Kilometer, die Schweine. Ich treffe gar keinen. Hab's nur angelockt. Zack. Halten halt auch nicht so viel aus, aber du kommst halt nicht dazu, in Ruhe mal zu zielen. Bam. Lebt jetzt hier noch einer? Nee. Ah, guck mal, was wir hier schon haben, ohne dass wir buddeln müssen. Habt ihr auch jedes Mal Schiss, dass auf einmal wieder einer rausspringt? Mir geht's meistens so. Guck mal, wir können hier schön Umwelt verpesten, indem wir hier direkt aufmachen. Haben wir doch eigentlich schon einen relativ großen Abfluss geschaffen, oder? Aber er wird noch nicht reichen. Bevor wir aufmachen und hier wieder die ganze Zeit im Teer rumstampfen, machen wir es gleich ein bisschen tiefer. Wird zwar trotzdem noch nicht reichen, irgendwie verschätzt man sich da immer. Jawohl, es fließt. Hä? Was mache ich denn? Ach so, Portal, Portal, Portal. Wir müssen es erstmal fix wieder aufbauen. Nicht, dass wir doch noch dummerweise sterben. Wäre richtig kacke. Haben sie das ein bisschen vereinfacht? Weil das ist ja noch so halb im Teer, aber man kriegt es trotzdem raus. Ich erinnere mich am Anfang, da musste das perfekt trocken sein. Na gut, ich nehme es zurück. Ich trage zu viel. Da kommen die Steine weg. Einmal nach Hause. Ja, können wir gleich nochmal schlafen gehen. Packen den Teer weg, kommen wieder. Dann ist vielleicht der Nebel auch weg. Da holen wir uns... Warum habe ich denn schon wieder 17? Es war noch... Ach, weil die Truhe kaputt gegangen ist. Wollte gerade sagen, war noch vorhin schon 17. Wie sieht's denn aus tagsüber? Na, das haben wir doch komplett abgelassen. Ach komm, ich habe dich gerade gelobt. Da hat es sich doch gelohnt. Naja, 5 Stück haben wir jetzt noch geholt. Was soll's. Aber wir hatten ja jetzt gerade davor schon einige. Ach, Steinmetz. Also die Range können sie wirklich mal vergrößern. Auch mit den Werkbänken und so. Das finde ich immer ein bisschen sehr knapp. Also gerade so Steinmetz oder auch Schmiede, ne? Das sind ja nun Sachen, die kosten halt auch ein bisschen was. Also ja, es geht trotzdem. Aber im Vergleich zu einer Werkbank kostet es schon viel. Und dass du da dann bloß irgendwie gefühlt 5 Meter hast. Weil der Plan ist auf jeden Fall... Wahrscheinlich schon ab nächste Woche 2 Tage pro Woche zu streamen.
Und wie gesagt, da Valheim im normalen Let's Play auch nicht mehr so lange laufen wird, werden es dann halt bloß noch die zusammen. Das heißt bloß noch, es werden halt die zusammengeschnittenen Folgen. Das ist mehr Arbeit als normales Let's Play. Von daher würde ich es eigentlich schon ganz gerne sogar schaffen, dass ich aus einem Stream zwei Folgen schneiden kann. Das war halt Sonntag Stream, dann kommt Montag eine Folge und Mittwoch eine Folge und dann wird Mittwoch nochmal gestreamt. Und dann kann ich halt Freitag und Sonntag eine Folge bringen. Also dass wir halt trotzdem irgendwie so alle zwei Tage noch circa eine Folge haben. Roll doch nicht weg vor mir. Ich mein's nur gut. Da oben ist Fight. War es ein Fullinger? Sag mal, er ist aber weit gelaufen. Oh, kämpf mal gegen so einen Gräuling. Das ist doch bestimmt One-Hit für dich, oder? Komm. Boah, geil. Bam. Wo kommst denn du her? Starken Angriff. Ach, schade. Wir blocken nochmal und dann gibt's nochmal einen starken. 371. Viel haben wir aber wirklich nicht mehr. Die verlieren aber auch nicht so oft Samen. Sonst hätte ich schon mal mehr wieder angepflanzt. Wir können dann nochmal in den Kisten schauen. Bestimmt haben wir irgendwo noch was, aber viel wird es nicht sein. Was ist denn hier los? Rehversammlungen, die sind wohl gar nicht mehr scheu. Alter Schwede, was ist denn hier nicht in Ordnung? Hallo, die haben sich hier einen chilligen gemacht. Guckt es euch an. Bam, können wir einfach reinpfeffern. Bam. Was war denn da los? Hier, zack, kuscheln sie zusammen mit dem Wildschwein, ein bisschen Whirlpool. Was war denn da jetzt los? Hab ich auch so noch nicht gesehen. Guck mal, noch einer. Ah, den können wir mit Händen verprügeln. Ach, komm. Komm, prügel mich hoch. Danke. Ja. Oben der Abschluss gefällt mir noch nicht ganz so gut, aber ich finde, es macht erstmal was her. Oder wir lassen doch das weg, dass es nicht zu viel wird. Was sagt er? Guck mal, der Hot Tube hier drauf, dann ist er richtig schön heiß. Hängen wir so einen Banner noch mit dran, ne? Relativ weit oben. Holz noch weg. Das ist nicht ganz mittig. Nein. Hä? Oh, jetzt, jetzt bricht gleich alles zusammen. Nein. Wir müssen schnell hoch. Nein, ich höre es kaputt gehen. Ach, einmal verdrückt, ne? Einmal verdrückt und es fliegt wieder alles zusammen. Was denn hier? Oh, nee. Natürlich genau nur so viel einstecken, dass es gereicht hat. Warum wird denn das jetzt höher? Jetzt passt, ne? Finde ich hübscher. Was könnte man noch reinsetzen? Das kostet wieder Edelholz. Das gab es da auch in Dunkel. Ne, das war der Rabe dann. Irgendwas würde ich noch dazwischen setzen wollen. Mal gucken. Ein schöner Maibaum. Der brennt doch. Nee, sieht auch nicht so schick aus. Aber irgendwas lassen wir uns da auf jeden Fall noch einfallen. Oder mal Objektständer. Wir haben doch Bronzenägel. Edelholz wollen wir doch auch gerade sammeln. Ach so, na warte mal. Wir müssten die Dinger vielleicht noch fortführen. Da, das war es wirklich. Ach nein. Mist, jetzt hätte ich das... Alter, was ist denn los zurzeit? Wirklich, was ist denn los zurzeit? Das haben die doch gepatcht. Wie geht's denn euch? Ihr zockt das auch. Ist das bei euch auch so schlimm geworden? Oder habe ich irgendjemandem was getan? Oder? Das war doch früher nicht so häufig. Spring doch hoch. Sind die Skelette jetzt mit den Sumpfleuten gekommen und jetzt bekriegen die sich? Nee. Kämpfen nur gegen... Die kämpfen hier gegen die Nixen, ne?
Aber ist ja überhaupt nicht viel. Was ist denn das für ein kleiner Angriff? Oder ist hier irgendwo, sehe ich irgendwas nicht? Ach komm, in dem Moment ist er stehen geblieben. Wegen dem Wildschwein. Wenn ich den mal treffen würde, jetzt, haben wir gleich mal Bögen verbessert. Das war's doch schon. Oder haben die ganzen anderen Nixen und Wildschweine und so ihr Bestes getan? Da hinten haben wir noch einen. So, andere Seite, du hast recht, ich stehe ja direkt am... ich stehe direkt an der... Naja, jetzt haben wir's. Ja, halt auch das andauernd, dass es immer neblig ist auf der See, irgendwie gefühlt. Und immer Regen und Gewitter und Dunkel. Und ja, es ist ein bisschen deprimierend und wirklich Tage länger, Nächte kürzer. Ich bin echt froh, dass wir hier die Mauer und den Graben haben, weil sonst wäre das ja alles deutlich beschissener. Also, wir sind schon wieder out of Edelholz. Ist ja echt beschissen. Ja, wir haben immer noch Sumpfleute in der Nähe. Naja. Sollen sie ihr Bestes tun? Jetzt müssen wir halt bloß mal gucken wegen Abzug, ne? Wie viel müssen wir denn eigentlich einreißen? Wahrscheinlich so die Breite, ne? Ah! Hups! Was ist denn da passiert? Müssen wir noch eins weiter rüber? Sammelt sich ja noch unterm Dach, ne? Das Feuer ja nur bis hierhin geht. Eigentlich müsste es passen. Und hier drüben auch. Aber so ein bisschen sammelt sich's noch. Naja, wir lassen es erstmal kurz. Auf jeden Fall wird es dann auch hier oben etwas heller. Ist ja gar nicht so verkehrt. Ja, was macht man wegen Edelholz? Ich würde sagen, wir pfeifen erstmal auf Edelholz. Wir sind sowieso schon fast bei den 2 Stunden angelangt. Trotzdem Wahnsinn, wie lange sowas dauert. Aber schaut mal, das wären ansonsten 4 Folgen gewesen, ne? Wäre eine komplette Woche hätte es gedauert auf YouTube. Da ist es doch schon geiler, wenn wir das hier im Stream machen und dann schnibbel ich uns da ein bisschen was Schönes zusammen. Und gut ist, ich würde jetzt sagen, wir machen den Boden erstmal fertig. Ich würde ihn jetzt auch durchgängig erstmal durchziehen. Wenn wir vielleicht irgendwo später noch Lücken drin haben wollen, können wir die ja immer noch rausreißen. Aber jetzt aktuell würde ich sagen, wir machen den erstmal komplett durchgängig und kümmern uns dann um die untere Etage, dass wir die schick machen und machen uns dann nach oben. Ist halt immer eine nervige Arbeit, aber naja. Gibt Schlimmeres. Oh, hier wird es aber langsam hässlich mit der Stabilität, ne? Nochmal kurz gucken, dass ich nicht wieder einen Fehler drin habe. Aber sieht gut aus. So. Zack. Zack. Das lassen wir noch kurz frei. Sonst kommen wir nicht wieder hoch. Holz ist alle. Wie sieht es denn jetzt hier rauchtechnisch aus? Eigentlich ganz okay, ne? Also ein bisschen unterm Dach sammelt sich's. Aber jetzt nicht so schlimm, dass wir hier irgendwie an einer Rauchvergiftung sterben. Ich weiß halt nicht, wenn wir es jetzt so offen haben, könnten wir ja auch rein theoretisch die großen Kochstationen drüber setzen. Wo ist vielleicht die Optik ein bisschen... Ach, es kostet auch wieder Eisen, ey. Scheiße, alles braucht Eisen. Warum denn das? An sich könnten wir es gleich nutzen. Wäre nicht so dumm, oder? Dann brauchen wir nicht noch extra irgendwo eine Essstelle bauen. Wir gucken mal noch kurz ein bisschen rum. Kann ich das nicht an Stein hängen oder warum will das nicht? Kann es nirgendwo hinhängen? Ach ja, okay, alles klar. Ja, ihr habt alles braucht Eisen, voll nervig ist immer sammeln, man hat immer zu wenig. Es ist eine Kesselerweiterung, ja, danke. Ich dachte, man kann es vielleicht trotzdem hinhängen. Oh, Essen ist komplett weg. Bam, 25 Leben noch. Ich hau mir jetzt aber nichts mehr rein, weil wir machen an der Stelle jetzt erstmal Schluss. Also, liebe Wellheim-Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen.
Ich denke mal, den nächsten Stream werden wir nicht erst am Sonntag machen, sondern unter der Woche. Ich weiß noch nicht genau, welchen Tag. Und wahrscheinlich wird es da ein bisschen eher losgehen, weil ich dann halt eher ins Bett muss. Aber ich gebe euch definitiv in den nächsten 2 Tagen nochmal Bescheid. Danke euch fürs Zuschauen, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns zum nächsten Stream oder zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut! You can't touch this. You can't touch this.